sagten, das ist das größte archäologische Projekt in einer deutschen Innenstadt. Also wir reden hier über keine Kleinigkeit, sondern wir reden schon über ein herausragendes, weit über Duisburg hinausgehendes Projekt. Das Ganze ist im Januar 2016 gestartet und seitdem arbeiten wir uns von der Stadtmauer kommend nach vorne. Bald ist das Rathaus von hier zu sehen, so kann man es leicht erahnen zwischen den Bäumen. Den Rathausturm kann man auch schon sehen. Und sobald der große Körper des Berufskollegs weg ist, sobald die Fläche dann auch tatsächlich von den Bauresten fachmännisch gereinigt und befreit worden ist, wird dann die Zwischennutzung des Geländes anstehen. Das wird im nächsten Jahr sein. Ich gehe davon aus, dass die Abräumarbeiten, dass sie bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres gehen werden. Und dann werden wir uns hier mit der Frage der Zwischennutzung beschäftigen. In der Zwischenzeit werden die archäologischen Untersuchungen abgeschlossen sein. Dann wird dieses Quartier seiner eigentlichen Bedeutung für Duisburg ganz schnell zugeführt werden. Das ist ein herausragendes innerstädtisches Entwicklungsprojekt, ein Sahne, ein Filetstück. Und das werden wir von Seiten der ganzen Stadt aus in Angriff nehmen und in die Hand nehmen. Es geht voran mit unserer Stadt. Wir nehmen diese alte Kante der alten Straßenfront dann wieder auf. Das sieht man hier sehr schön, weil die auch sehr gut erhalten ist. Und wir werden natürlich hier auch die alten Wegeverbindungen wieder entstehen lassen, dass das Ganze einen solchen Altstadtcharakter bekommt. Und die bisherigen Interessenten, die sich auch bei uns gemeldet haben, zeigen, die haben ein großes Interesse an einer solchen Lage. Innerstädtisch 25.000 Quadratmeter, welche Stadt hat das schon? Und dann noch dazu auf solch historischem Grund.